meine Lieben, willkommen wieder hier bei Jagdgang Rabuda. Was machen wir heute? Worum geht's heute? Heute geht's um Gufa-Dust. Ihr habt richtig gehört, Gufa-Dust, was soll denn das jetzt wieder sein? Ne? Womit kommt die Alte da denn an? Also, Gufa-Dust ist ein magisches Pulver aus dem Hudo. Genau, mit H, nicht mit V. Also nicht Voodoo, sondern Hudo. Hudo und Voodoo haben im Prinzip miteinander so nicht viel zu tun, obwohl sie sich, sage ich mal, im Prinzip ähneln oder viele es gleichsetzen, ist Hudo aber aus dem ländlichen Südstaaten unter der afrikanischen Bevölkerung entwickelt. Hudo verbindet Elemente afrikanischer und indianischer Magie miteinander. Ja, das ist Hudo, so mal soweit, dass ihr ein bisschen wisst, was das ist. Außerdem hat Hudo keine per se religiösen Hintergründe, wobei sich Voodoo sehr weist katholische Einflüsse auf, ja? So, und wir machen heute ein Hudoo-Pulver, also ein Zauberpulver. Dieses Pulver wird verwendet für schwarzmagische Rituale, wie sie im Hudoo einfach auch üblich sind und wo dort einfach auch praktiziert werden, aber eben nicht ausschließlich dieses Pulver, sage ich jetzt schon mal am Anfang, ist nicht zur Einnahme gedacht, das heißt, es ist wirklich nur für den äußeren Zauber, ja? Ich packe mal mein Buch kurz beiseite. Für den äußeren Zauber. Und ihr braucht dafür auch einige Zutaten, die teils leicht, teils schwer zu erwerben sind. Ja? Und dann fangen wir einfach mal an mit den Zutaten. Und zwar braucht ihr natürlich wieder ein Behältnis, wo ihr das hinterher reintun könnt, das Pulver. Dann braucht ihr Schwefel. Das habe ich hier. Ja? Schwefel. Ihr braucht schwarzen Pfeffer, Asche oder Graberde, also entweder Asche oder Graberde von einem ausgehobenen Grab. Okay, also ein Grab, das ausgehoben wurde, wo man sieht, dann ist ja so ein Loch im Boden, also jetzt nicht so wirklich wie wo man es frisch, also wie als würde man den Sarg gerade hinablassen, sondern einfach, man sieht, dass dann da halt so eine Kuhle im Boden ist und da wurde dann gerade vor kurzem ein Grab ausgehoben und davon könnt ihr Erde nehmen. Da liegen dann auch keine Knochen oder so rum. Wo wir dann beim Thema Knochen sind, ihr braucht natürlich zerriebene Knochen. Ich komme mal ein bisschen näher. Das hier sind Gebeine, also zerriebene Knochen. Das sind jetzt Hühnerknochen. Die habe ich meistens bei meinem ganzen Zeug hier. Warte mal, wo ist noch ein ganzer hier? Ja. Also echte Knochen. Ich habe auch Marktknochen, aber die sind so massiv, die kriege ich nicht zerkleinert. Wenn ich daraus Staub mache zum Beispiel, als Tipp habe ich hier so einen Schleifer. Moment. So. Ja, also ich mach mal kurz an, könnte ein bisschen laut werden. Ja, der hat so einen Fräser vorne dran. Und wenn ihr dann damit den Knochen abmalt, entsteht Staub. Und dann könnt ihr den Staub auch so sammeln, sage ich mal, ne, in einem Gefäß. Das geht auch, nur als Tipp, falls ihr so Knochen eher habt. Und so viel mal jetzt zu den Knochen, wo ich die her habe. Dann kann ich das mal wegtun. Also wie gesagt, Knochen, Asche oder Graberde, schwarzer Pfeffer, Sulfat, also Schwefel und die Hauptzutat Schlangenhaut. Echte Schlangenhaut. Ich hebe die euch auch mal in die Kamera. Ja, das ist jetzt Schlangenhaut. Und davon braucht ihr auch ein wenig. So, die Knochen sind schon im Stößel, im Mörser. Dann tun wir jetzt die Schlangenhaut dazu. Die müsst ihr ebenfalls zerkleinern. Die Menge ist immer so ein Teil von jedem. Ja, Hauptsache die Zutaten stimmen. Dann passt die ganze Sache. Bei dem Schwefel aufpassen bitte, dass ihr ihn nicht einatmet. Ja, also es ist veganer Schwefel. Der ist auch jetzt für die Einnahme gedacht. Also den kann man tatsächlich verzehren. Macht das aber bitte nur auf Hinweis, wenn ihr jemanden, also wenn ihr das auch sicher vertragt und das nehmen möchtet. Ja, nicht, dass ihr... Ich finde jetzt keinen Löffel. Dann nehme ich es so. Okay, nehme ich es halt damit. So, dass ihr das nicht einatmet. Also tut das Ganze ein bisschen von euch weg oder tragt einen Mundschutz oder sowas, ne? Also Schwefel. So. Den Schwefel habe ich mir bei Amazon geholt. Dann die Asche.
und den schwarzen Pfeffer. Passt hier auch auf, dass euch das nicht so sehr an die Atemwege kommt, sonst fangt ihr an zu tränen, ja, weil bei Pfeffer, ihr wisst ja, wenn der einem zu sehr in die Nase steigt, fängt es an zu jucken und dann hat man eine ganze Weile eine rote Fresse. So, das Ganze vermische ich jetzt, ebenfalls vorsichtig, dass nichts in euer Gesicht fliegt. Ja, wie gesagt, tragt am besten auch eine Schutzbrille und einen Mundschutz. Ihr könnt natürlich auch gemahlenen Pfeffer schon nehmen. Ich hatte jetzt nur Pfefferkörner da, deswegen muss ich die zermahlen. Ihr könnt aber auch gleich Pfeffer in Pulverform nehmen. Dann müsst ihr euch nicht so abmühen, ja. Das geht natürlich auch. Ich hatte jetzt halt den Pfeffer in Körnerform, ist aber nicht schlimm. Muss man halt ein bisschen zerkleinern dann. Die Schlangenhaut bekommt ihr auch im Internet, bei eBay Kleinanzeigen von Schlangenbesitzern. Vielleicht kennt ihr sogar jemanden, der Schlangen hält, also der sie züchtet. Ich kenne zufällig jemanden, der Schlangen hält, also der züchtet Ballpythons. Der hat dann natürlich Haut da, aber ansonsten greife ich da auch aufs Internet zurück, weil ich selber ja keine Schlange habe. Deswegen bekommt ihr die Sachen eigentlich alle gut online. Schaut auch, dass ihr nicht so viel bezahlt, weil die meisten Menschen verkaufen zwar die Schlangenhaut, ja, aber für einen Arsch voll Geld, obwohl sie bei denen nur rumliegt und die eh nicht brauchen. Ja, also passt da auf, dass das nicht so geldmachereimäßig ist, okay? Das wäre das Einzigste, dass ihr da ein bisschen drauf achtet und ein günstiges Angebot findet. So. Okay. Gut. Das hier ist dann der fertige Staub, also der Guvadust heißt er ja, wie gesagt. Optional kann hier auch noch rein Bodeninsekten, also da könnt ihr Käfer nehmen, Tausendfüßler und so weiter, ja. Also ein totes Bodeninsekt kann noch mit rein. Auch optional ist... Die Knochen sind auch optional, ich würde sie euch aber halb empfehlen, weil sie halt das Ritual sehr verstärken, also den Pulver, das Pulver. Auch optional ist Taubenscheiße, getrocknete, ja. Es ist wirklich, also bedenkt dran, es ist aus dem Hoodoo, es ist wirklich, sag ich mal, die Zutaten werden sich jetzt ein oder andere übelst die Nase rümpfen, aber es ist ein sehr machtvolles Pulver, es wird für die schwarzmagischen Rituale verwendet als Unterstützung. Das bedeutet, wenn ihr jetzt... Das Pulver für euren Ritual nehmen. Ihr könnt das vor die Haustür von jemandem streuen, ja? Ihr könnt das um ein Haus streuen. Ihr könnt das in ein Säckchen nehmen und jemanden vor die Tür legen. Ihr könnt das bei Ritualen, bei schwarzmagischen Ritualen verwenden und ausstreuen, um den Zauber zu verstärken. Dafür ist dieser Dust gedacht, dafür ist dieses Pulver gedacht, ja? Es ist eine sehr wirkungsvolle, sehr kraftvolle Unterstützung. Man kann es theoretisch sogar in ein Püppchen füllen und im Prinzip sie verschenken. Es gibt da zig Varianten, wie dieses Pulver einsetzbar ist, ja. Ich wollte euch das gerne zeigen, weil ein Community-Mitglied mir auch geschrieben hat, wo ich euch gefragt habe, was euch denn so interessieren würde. War darunter einfach auch dieses Pulver in der Hoodoo-Magie. Ein kurzer Einblick in das Hoodoo. Deswegen dachte ich, ist das mal interessant. Das kennen vielleicht auch nicht viele von euch. Deswegen fand ich das eigentlich eine ganz prima Sache, euch das mal zu zeigen. Ich sitze hier ein bisschen immer von meinem Tisch wie der Affe auf der Kokosnuss. Aber es geht meistens nicht anders, dass ihr das seht, ja. Deswegen, sorry. Und auf jeden Fall, wenn ihr noch Fragen dazu habt oder noch zu den Materialien, wie gesagt, das Schwefel habe ich von Amazon bekommen. Den schwarzen Pfeffer kriegt ihr im Supermarkt oder einfach, ja, ist ja es stinkt normaler schwarzer Pfeffer, ja. Die Asche... von Zigaretten oder von, was weiß ich, verbrannten, auch von verbrannten Ritualzetteln könnt ihr die Asche dann nehmen oder eben von einem ausgehobenen Grab, wie gesagt.
Und die Schlangenhaut ja eben von entweder Bekannten, wenn ihr jemanden habt, der das kennt, der Reptilien hält, Reptilien züchtet. Oder halt einfach eBay oder eBay Kleinanzeigen gucken, da bekommt ihr die auch. Und ansonsten ein Gefäß, wo ihr alles mischt. Zur Not, wenn ihr halt wie ich Körner oder grobe Sachen habt, wie die Schlangenhaut und so, könnt ihr das alles erstmal in einen Stößel tun. Achtet auf eure Atmung, dass ihr das nicht einatmet, ne? Und auf keinen Fall zum Verzehr geeignet, okay? Kommt damit auch nicht so krass in Berührung. Und wirklich, auch wenn ihr das zum Beispiel verstreut, könnt ihr sogar Handschuhe benutzen, ja? Aber Safety First, der macht da keinen Scheiß mit. Es ist wirklich ein sehr kraftvolles, auch von den Zutaten her, ein sehr, sag ich jetzt schon fast eklige Angelegenheit, ja, für den einen oder anderen. Deswegen da absolute Vorsicht haben. Und soweit mal dazu, das wollte ich euch gerne zeigen. Ich hoffe, dass ihr damit, also das, wie soll ich sagen, ja, einfach, dass es euch gefallen hat, ja, und dass ihr die Idee oder diese Kultur auch interessant findet. Und deswegen, ja, verabschiede ich mich an der Stelle leider schon. Das Video war jetzt nicht so lange, aber das Pulver ist an sich, wenn man alle Materialien hat, schnell gemacht. Und deswegen, ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Eure Ankara Boda. Ciao!